Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part, Pokémon die Weiße Edition mit dem Zwangfürst. Wir sind hier direkt in der Arena Nummer 7 und werden jetzt gleich den 7. Arenaleiter herausfordern und im besten Falle auch den 7. Arena-Orden erlangen. So, ich wüsste nichts, was dagegen spricht, mit einem Feuer-Pokémon als Starter. Ich würde mal ganz schlicht sagen, los geht's. Aus deinem Gesicht spricht die wilde Entschlossenheit, den Arenaleiter herauszufordern. Nun denn, lass uns keine Zeit verlieren. Sandro ist es also. Arenaleiter Sandro mit 3 Pokémon vom Typ Eis. Level 37 ist das erste. Naja, und dann Level 44. Feuersäule. Ich will ja nichts sagen, aber Feuer ist so ein bisschen effektiv gegenüber Eis. Also, nun ja. Könnte eventuell was bringen. Oh, Level 45 schon für Ben. Oha. Weiterkämpfen. Leiter Sandro setzt ein Siberio ein. Okay. Setzen wir mal einen Brandstempel ein. Okay. Einmal dürfen wir noch einsetzen, um ihn zu besiegen. Einmal dürfen wir noch. Einmal kriegen wir dort noch hin. Ich würde mal sagen, einmal Feuersäulen. Einmal müssen wir noch was abziehen. Zack, das war's für die ersten zwei. Da war es nur noch einer. Nächster erreicht Level 26. Das freut mich sehr. Frigometri. Wir kämpfen natürlich mit Ben weiter. Da kommt das dritte und letzte Pokémon von Arenaleiter Sandro. Ich setze mal Feuersäule ein und das könnte sogar schon fast gewesen sein. Es kann sein, dass das die letzte Attacke ist, die ich hier in diesem Arena-Letterkampf einsetze. Könnte durchaus sein, dass das jetzt schon das Ende ist. Ich muss nochmal einsetzen, weil er mich zurückschrecken ließ. Ich bin verwirrt. Das ist nicht so toll. Auwei. Was passiert hier? Das gefällt mir so gar nicht. Einmal ein Hypertrank für Ben. Das gefällt mir hier gar nicht, was ich da sehe. Aura-Strahl oder so ähnlich. So, jetzt kommen wir einmal noch eine Feuerattacke einsetzen, dann haben wir es geschafft. Ordentlich. Ich sagte Feuerattacke einsetzen. Los, zack. Feuersäulen. Und das war es noch nicht ganz. Noch einmal müssen wir es einsetzen. Okay, der ist ein guter Gegner hier mit seinem Aura-Strahl oder Aurora-Strahl, so genau habe ich es nicht gelesen. Die Versorgung, die hat mir schon viel gebracht. Also, hat schon viel gebracht. Ist halt ein paar EP-Punkte. Besiegte Leiter Sandro. Haben wir es geschafft. Das ging sehr, sehr schnell. Hätten wir glatt noch in den letzten Part packen können. Aber egal. Ich hatte ja nicht gewusst, dass es so schnell geht. Nun haben wir es zu Beginn dieses Parts und ja, können wir noch ein bisschen weitermachen hier in diesem Part. Ich werde den Part jetzt noch nicht beenden, das wäre ein bisschen kurz, wenn ich den Part jetzt schon abschließen würde. Dein Mut verdient wahrlich Anerkennung, daher überreiche ich dir dies hier. Okay.
Da haben wir den siebten Ohren. Zack, da seht ihr. Das freut mich doch auch sehr. Dann freue ich mich auf den achten Ohren. Zwecki erhält von Sandro den Eiszapfohren. Du hast sieben Ohren. Das bedeutet, dass dir nun Pokémon im Level 80 gehorchen. Bis Level 80. Und nimm auch diese TM als Zeichen meiner Wertschätzung. Zwecki erhält das Item TM 79 Eisodem. Zwecki verstaut das Item TM 79 Eisodem in der TM und VM Tasche. Eisodem ist ein Attacker mit Volltreffergarantie. Na denn, haben wir den siebten Arena-Attackkampf hinter uns. Na denn, auf geht's. Weitere Abenteuer warten auf uns. Erwartungsgemäß kommt die Pokémon-Edition zwischen dem siebten und dem achten Orden. Etwas Legendäres, also wagen wir uns mal ein legendäres Abenteuer. Und schon ist es Winter draußen. Alles klar. Ja, es ist verschneit draußen. Als wir reingegangen sind in die Arena, war es Sommer. Na gut, waren wir halt ein halbes Jahr in der Arena drin. Ich sag ja nichts. So viel zu Jahreszeiteneinstellungen. Zwecki, ich habe bereits mit Bill darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich hätte mich verändert, seitdem wir von Avantia aufgebrochen sind. Wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, denkt sich mir unweigerlich das Gefühl auf, dass mir nichts von all dem noch zusagt. Bin ich es, der stärker geworden ist, oder sind es nur meine Pokémon? Ich habe nun keine Antwort gefunden. Tja, unser Scheren. Wir drei sitzen da wohl im selben Boot. Zwecki, ich werde mich jetzt zum Pokémon-Fanclub aufmachen. Ich will herausfinden, was ich gern mache und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wie, wer seid ihr? Ich bin Bill und das hier ist Scheren. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Oha, die meinte er. Die Unsichtbaren. Nichts anderes haben wir vom Arena-Leiter von Nevaeo City erwartet. Selbst Schattengestalten wie uns, der Finsterio, hast du gleich bemerkt. Wir wollten das eigentlich nur Zwergi mitteilen, aber sei's drum. Unser Meister Gezes will, dass du dich unverzüglich zur Drachensteige begibst. Du wirst dort von Meistern erwartet. Ende der Durchsage. Zur Drachensteige? Was hat das denn zu bedeuten? Hey, ihr, klärt mich mal auf. Nö, da verschwinden sie. Was? Da musst dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena herausfordern willst. Denn die Pflicht ruft, ich muss mich schleunigst zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt dort doch nördlich von hier, oder? Oder nicht? Da gehen sie hin. Und ich folge. Ich möchte folgen. Kann ich nicht, muss ich erstmal noch mit Bell sprechen. Aber, was soll ich jetzt machen? Dann laufe ich halt den anderen nach und begebe mich auch zur Drachenstiege. Wo soll die denn noch gleich gewesen sein? Nördlich von hier, oder? Ja, genau nördlich hier. Den verschneiten Weg hier entlang. So, Drachenstiege. Du, Zwergi. Hauptsache es ist Winter. Oh, Zwergi. Und auch du bist hier, Bell. Wie schön. Mein Name ist Eberhard Esche. Meine Tochter hat euch euren Pokédex gegeben. Guten Tag. Wir sind Professor Esche sehr dankbar. Dank ihr konnten wir diese Reise überhaupt erst machen und so viel dabei lernen. Es freut mich sehr, das zu hören, aber unterhalten können wir uns später. Zwecki, Bell, ich erkläre euch kurz die Lage. Ein großer Anzahl Scheren von Team Plasma hat die Außenmauer des Turms durchbrochen und ihn so betreten. Und Sandro und dieser junge Scheren, die beiden sind Team Plasma gefolgt. Professor, was genau ist die Drachenstiege? Hahaha, schon klar, das interessiert dich jetzt natürlich.
alles gut. Ich will dir sagen, dieser erhabene Turm stand schon lange, bevor es einer gab. Und ganz oben wartet das legendäre Drachenbuchmann auf den Menschen, der nach der Wirklichkeit strebt. Und habt ihr jetzt vielleicht auch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge, Svenju und Scheren sind super stark und haben Team Plasma schon mal besiegt. Und was mich betrifft, also ich bin nicht wirklich stark. Das Beste wäre, wenn ich hier bleiben würde und auf sie aufpasse. Das wäre prima, ich fühle mich schon viel sicherer. Also dann, Svenju, es wird bestimmt nicht ganz einfach, aber bahne dir den Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht. Aber besser als nichts ist es allemal. Zwiege hält Spezialität. Okay, vielen Dank, ich komme zurecht. Frage mich wirklich, was die Plasma bezweckt. So, ich finde den Weg schon nach oben. Oh, hier haben wir unseren ersten Team Plasma. Rüpel. Kurz nach dem Pokémon-Team gesehen. Das ist ja noch komplett in Ordnung. Auch Ben ist noch fast unversehrt. Weiter geht's. Oha, dachte ihr kämpft gegen uns. Ja, dann halt nicht. Schutz hätten wir mitnehmen können. Naja, was soll's. So, hinauf. In den Turm. Was rumpelt da? Das klingt ja so, als würde irgendwas ganz oben im Turm toben. Und du, ich fürchte, das tut es auch. Zwergi! Die umgestürzten Säulen hier können auch als Wege dienen. Also ich folge dann mein Team Plasma. Danke für den Hinweis, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass man hier auch hochklettern kann. Magie, Zauberei! Nein. Na toll. Hältst zumindest die... Jeder Schritt Pokémon ab hier. Nämlich alle zwei Schritte. In weniger als 50 Schritten ist das Item weg. Ist das Schutz-Item aufgebraucht. Das ist nicht gut. Schutz wirkt nicht mehr. Da haben wir es schon. Naja, was soll's. Ein Rätsel. Jetzt müssen wir klug nachdenken. Hier. Zack. Ich glaube, das war so hier. Zum Item zu kommen. Ein Leuchtstein gefunden. Okay, dann hier wieder zurück. Und den Weg hier einfach. Na, passt doch. Haben wir das Item gefunden und sind weiter nach oben gekommen. So, was geht hier vor sich? Oha! Das wimmelt ja hier nur so von Team Plasma-Rüpeln. Zwergi, ich werde sie aufhalten. Los, geh du vor. Na toll. Alles halb so wild. Aber mit so vielen von denen habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht, Scheren. Ich auch nicht. Echt ätzend. Na denn. Schleiche ich mich an denen vorbei. Genau so macht man das hier. Ich fürchte, die muss ich trotzdem besiegen. Jo. Erster Team Plasma. Trainer hier im Turm. Dieser Sandro und dieser Scheren beginnen sich ein wenig zu nerven. Gegen uns, meinst du bestimmt. Sich gegenseitig wahrscheinlich nicht nerven. Nee, da muss ich mich verlesen haben. Ein Kunknader. Ach ja, das sind jetzt wieder diese typischen Pokémon, die sie haben. Darauf sind wir schon eingestellt, was die hier für ein Lasch-Pokémon haben. Feuersäulen. AKP. Das war's. Der erste Trainer ist besiegt. Das ging schnell. Ging ja fast noch. Ging ja der Arena-Kampf ja fast noch. Wir werden hier jetzt keine großen Herausforderungen kommen. Wie ich vermute. Der sich gegen Team Plasma stellt, hat keine Gnade zu erwarten. Aha. Du Gnade von mir zu erwarten hast, also wenn dann musst du vielleicht bei mir um Gnade winseln, also ich werde bei dir garantiert nicht um Gnade winseln, weil
Und ja, ich habe es nicht nötig. Ich habe ein starkes Team, was gerade dein Partner hier mit einem Hieb K.O. gehauen hat. Also, Winsel und Gnade, Team Plasma Riepel und Brandstempel. Hui, da haben wir es. Da siehst du, wer hier Gnade winseln muss. Ah, mir fehlen gerade die Worte. Es tut so weh, ach, meine Pokémon. Lassen wir das ganze Team um Gnade winseln. Der nächste bitte. Wir machen euch alle. Ich weiß ganz genau, was du von dir denkst. Du bist hier, weil du dir einbildest, stark zu sein und mich besiegen zu können. Naja, das bilde ich mir nicht nur ein, würde ich sagen. So, du hast ein Pokémon. Hallo. Und ich habe hier einen OP-Fratz hier. Ben. Naja, den Rest habe ich nicht trainiert. Das ist schon meine Schwäche, dass ich mein Team nicht trainiere, aber Ben wird hier so einiges ausrichten können. Hier, mein Kampfwalzer eingesetzt und dein Zurorix ist zumindest fast K.O. Oha. Da muss wohl nochmal ein Brandstempel her. Zack, dann haben wir's. Zurorix besiegt. Team Plasma-Rüppel besiegt. Pah, und dann liegst du auch noch richtig. Was euch zu besiegen. Habe ich es nicht gesagt. Ich habe es doch auch gesagt. So, weiter geht's. Nächste bitte. Ich schubst die alle hier einfach zur Seite, die ich zurückgekriegt habe. Und ich marschiere hier einfach durch. Ist, als wären. Jetzt hätte mich eine Punkte fürs Team. Und besiegt. Part war noch nichts wirklich Ernstes. Da, du willst auch noch. Na dann. Soll es sein, ich muss dir eine kleine Lektion erteilen. So holen wir uns mal das Item hier ab. Ein Drachenzahn gefunden. In der Drachenstiege. Okay. Ein gutes Item für eine Drachenstiege. Tasche. Ja. Ui, was ist das hier? Ein Rundell. Und den. Versuchen wir mal ans andere Ende des Raumes zu kommen, um hinaus zu gelangen. Hier ist ein Item. Das greife ich mir. Das Sternstück erhalten. In die Tasche verstaut. Na denn. In die Mitte. Into die Mitte. Da ins Lang. Und da ins Lang. Und schon sind wir da. So sieht's aus. Die Items müssen wir nicht holen. Oha, da rumpelt's wieder im Karton. Was rappelt im Karton? Tong, 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 tong. Ja, das war mein Kinderlied früher. Uah, irgendwas scheint oben wie wild zu toben. Und weiter geht's. Item. Zwei hat das Item Top Elixier gefunden und in der Medizin verstaut. Hier sind relativ wenig Pokémon unterwegs. Oh, Flavus. Wer ist denn das? Den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Das ist einer von diesen sieben Weisen. Endlich ist es soweit. Seine Majestät N wird zum Helden. Na, wer bist denn du? Unglaublich. Jemand hat es tatsächlich bis hierher geschafft. Los, für seine Majestät, für N. Haltet dieses Gürr auf. Und was wollen die von mir? Wer nicht zu Team Plasma gehört, ist unser Feind. Feinde werden mit aller Härte bekämpft. Wie lässt denn es nicht zu, dass jemand den Neuanfang einmal sabotiert? Kampf gegen alle vier. Von mir aus. Von mir aus auch noch den Boss mit dazu. Das soll, daran soll es auch nicht hapern hier. Das war hier den Boss und seine vier Kumpans auch noch mit besiegen. Das ist nicht das Problem. Müssen wir ändern, um auch noch herausfordern. Ja, das wäre dann schon ein bisschen ein Problem. Also ich sag nicht viel, also ist jetzt nicht kein ernstes Problem, aber ein minimales Problem wäre das dann schon. Weil der hat, glaube ich, halbwegs ernst zu nehmende Pokémon. Ich sag nur halbwegs, also nicht wirklich
100% ernst nehmenden Pokémon, aber so schon besser als der Rest von Team Plasma. Und der Rest von Team Plasma ist ordentlich in Lappenbande. Das ist halt wirklich Lauchs und Lappens. Da ist nicht viel Ernsthaftigkeit drin. Da gibt es nicht viele ernstzunehmende Gegner. Hier einmal ein Brandstempel, ich stemple dich, bis du tot bist. Da ist er abgestempelt. Haben wir Level 46. Oha. Nisa erreicht ein paar. Erhält ein paar EP-Punkte und besiegt. Wollen die anderen auch noch kämpfen? Ah, wie konnte ich nur gegen ein Kind verlieren? Aber Team Plasma besteht ja nicht nur aus mir allein. Unser Traum wird endlich in Erfüllung gehen. Niemand kann uns aufhalten. Wollen alle vier kämpfen? Von mir aus? Ja, genau. Kommt zu Papa Kiddies. Nun wollt ihr spielen. Ich habe große, gute Pokémon. Ja. Gute. Kann man jetzt mal in Klammern stellen, aber die schaffen es zumindest, einen Team-Plasma-Kampf zu bestehen. Die sind stark genug, um im Kampf zu bestehen. Im Gegensatz zu älteren Pokémon. Naja, verwirrt ist jetzt nicht so toll für den Kampf. Na, Spitze. Schnürschung. Na, die Attacke hättest du auch sparen können. Los, Ben! Weißt du, bist verwirrt, aber es wird dich nicht davon allen abhalten, eine Attacke einzusetzen. So, Rockmane wurde besiegt. Und Trainer wurde besiegt? Ja, Trainer wurde besiegt. Zwei. Mich hast du geschlagen, aber meine Kameraden werden die Einheit gebieten. Nein, werden sie nicht. Jetzt komme ich, auf geht's, Team Plasma! Mir wird langweilig, Leute. Mir wird gerade ein bisschen Unratütox. Danach habe ich gesucht nach diesem Pokémon. Ist klar, dass das bei Team Plasma hier rumwirrt. Ein Pokémon, das ein Müllbeutel ist, aus dem es Dreck rausquillt. Ist das nicht ein kreatives Pokémon? Extra für Pokémon Weiß und Schwarz entwickelt. Ist das nicht schön? Unrat-Tytox. Es heißt schon so, Unrat-Tytox. Naja, passt dazu, Team Plasma. Ich wollte es mir eigentlich auch mal kämpfen, weil ich finde es lustig, so ein Pokémon. Einfach mal, um es in die Box zu legen, mal zu haben. Es kann auch nicht wirklich kämpfen, es ist halt lasch wie der Rest des dem Plasma-Pokémon. Das ist ein Wort. Keine Ahnung, wie hieß das Wort. Die Spannbreite von den Pokémons, die Team Plasma zur Verfügung hat, die ist nicht wirklich groß und stark. Dann mal der letzte. Unser König wird eine neue Welt erschaffen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du wirklich vier Gegner am Stück packst. Ich pack sogar 12 von euch am Stück. Sein muss 100. Naja, obwohl 100 am Stück, das wäre vielleicht ein bisschen kompliziert. Das wäre vielleicht ein Hauch Überforderung, aber also 4 am Stück, die kriege ich hier im Schlaf weg. Das kriege ich hin, denke ich. Und so 4 kleine Putzi-Gegner hier sicher. Schwachmaten, wie ihr seid. Das kriege ich jedoch mit links im Schlaf hin. Na komm. Immer noch eine Attacke einsetzen, dann haben wir es auch geschafft. Ich brauche gar keinen Trank, das kriege ich auch so hin. Das ist hier absolut unnötig. So, wieder einen besiegt. 4 am Stück. Eine Leichtigkeit für mich.
Das gibt's doch nicht. Was treibst du denn los? Wie auch immer, du hast gewonnen. Wir lassen dich doch durch. Geh nur. Hau uns nicht. Lassen wir nicht durch. Waschlappen sind das. So, hier haben wir wen. Innen. Der steht da oben und wartet auf uns. Oh, eine epische Animation hier. Im großen Stil. Reshiram, ist das so? Zekrom und Reshiram. Oder wie hieß es? Aus der Edition Schwarz. Nun, Zwergi. Was sagst du zu erhabenen Gestalt des legendären Pokémon? Es ist an der Seite der Helden zu kämpfen, der uns einen Weg der neuen Welt zeigen wird. Ich breche jetzt mit Reshiram zur Pokémon-Liga auf und bezwinge den Champ. Dies ist das Ende der Pokémon-Kämpfe und der Knechtschaft zu besiegeln. Endlich werden Pokémon wieder in Freiheit. Werden die Pokémon wieder in Freiheit auf der Welt leben können. Na denn, falls du uns aufhalten willst, musst du auch zum Helden werden. Denn nur wenn sich Zekrom Reshirams Gegenpol anerkennt, bist du mir ebenbürtig. Nur dann wirst du mich aufhalten können. Was wirst du jetzt tun? Ich spüre, dass du Zekrom begegnen wirst. Du hast das Vertrauen deines Pokémon-Teams. Bist du die Unbekannte in die Gleichung auf dem Weg in eine neue Welt? Willst du das Band zwischen Pokémon und Menschen wahren? So finde Zekrom. Zekrom wartet bestimmt schon auf dich in Gestalt des Dunkelsteins. Da hat er uns was verraten. Und wird abgeholt. Ich will ihn gar nicht aufhalten. Ich hole mir Zekrom und halte ihn dann in seinem Schloss auf. Wie es sich gehört. Achtung, Spoiler. Er hat ein Schloss. Zwergi, der da gerade weggeflogen ist, war das nicht. Das war ein Was zum Kuckuck. Aber wieso? Das eben war doch N, oder? Wieso ist das legendäre Pokémon an seiner Seite? Sollte das heißen, er ist wirklich der Held? Und wie war das dann noch? Du solltest jetzt das andere legendäre Pokémon finden? Immer mit der Ruhe. Kehren wir erstmal zurück. Wir sollten jetzt gar nicht versuchen, alles zu verstehen. Wichtiger ist, sicher zu überlegen, was wir als nächstes tun. Die Schurken hier in Pokémon Weiß ein bisschen lasch. Also, Pokémon Y hat mir gefallen. Da war auch die Story oben in diesem... Was war bei Y? Da war dieses Team Flair, was dort irgendwie in diesem dunklen Raum stand und die Welt vernichtet hat mit dieser Waffe. Das fand ich schon ziemlich episch. Aber hier dieses Monster, ich flieg da jetzt mal weg, tschüss. Das finde ich jetzt noch nicht so sehr sonderbar episch. Nicht zu fassen. Das legendäre Drachen-Pokémon auf Erstanden in unserer Zeit. Dieser Typ namens N. Er sieht so aus, als habe der Anführer von Team Plasma des Pokémon aus der Legende auferstehen lassen. Und bevor er damit weggeflogen ist, hat er Zwergi noch aufgetragen, das andere legendäre Pokémon zu finden. Was? Es gibt zwei legendäre Drachen-Pokémon? Ganz recht. Wen haben wir denn hier? Lauro, den Champ. Lauro, lange nicht mehr gesehen. Wie ist es dir denn so ergangen? Keine Zeit für Höflichkeiten. Diese gigantische Feuersäule, die vom Turm ausging. Ein Pokémon, das stark genug ist, die Welt zu vernichten. Und der Mann, dem es gehorcht, befiehlt allen, die Pokémon aufzugeben. Furcht und Schrecken der Verheerung und Anbetung. Wie dem auch sei, die Welt könnte sich jetzt wirklich wandeln zu einer Welt, in der wir bald nicht mehr Seite an Seite mit den Pokémon leben. Du hast recht. Und N, der Anführer von Team Plasma, hat Reshiram wieder erweckt und wird und uns aufgetragen, auch das andere legendäre Pokémon Zekrom zu finden. Die Legende besagt, dass Reshiram Feuerspeien gespielt und zusammen mit dem zweiten Drachen Pokémon das alte Einheit in Nu vollends verwüstet habe. Und obwohl N das weiß, will er die beiden wieder vereinen. Was? Aber ist es nicht total gefährlich, ein so starkes Pokémon wieder zu erwecken?
Du bist echt ein liebes Mädchen. Aber keiner weiß, ob man es anderen Pokémon aufhalten kann. Schließlich ist es ein legendäres Pokémon. Ich tue zwar ungern, was dieser einen sagt, aber den Drachen, den Stein zu suchen, ist keine schlechte Idee. Kaum auszudenken, was passiert, wenn N ihn zuerst findet. Ich bin weit gereist und vermute mal, dass ihr im alten Palast finden werdet. Los, Freunde, gehen wir zum alten Palast. Gut, verstanden, das überlasse ich euch. Ich werde im Inneren des Turms umsehen. Hoffentlich finde ich dort etwas. Ich werde dich begleiten. Na denn. Ein bisschen Story heute im Part. Ich glaube, ich verstehe. Stärke ist jetzt in diesem Moment etwas für die Pokémon zu tun zu können. Überhaupt etwas für den irgendjemanden tun zu können. Und meine Stärke verdanke ich den Pokémon. Los, Champ, gehen wir. Und wir beide hier. Zwergi. Es wird ja immer vertrachter. Ich bin irgendwie ganz durcheinander. Zwergi, du gehst doch jetzt zum alten Palast, oder? Nimm Route 4, bis zum Wüstenort kommst. Und dort geht's dann zum Palast. Joa, ich würde mal sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Joa, also diesen Turm, den fand ich jetzt nicht sehr spektakulär, muss ich so zugeben. Der war jetzt ein bisschen, ja, dafür, dass der so aufgezogen wurde als heiliger Ort und legendärer Ort. Da muss was Böses drauf passieren, wo das ein bisschen zu wenig mystisch gestaltet. Also, da hat mir was gefehlt, muss ich sagen. Das ist ein großer Minuspunkt hier. Das hätte deutlich kräftiger und deutlich epischer werden sollen, so wie in Pokémon Y, fand ich. Das war nicht toll. Diese roten Knöpfe, dieses Weltuntergangsdrama, genau das muss an dieser Stelle rein. Wie in Pokémon Sonne, da gab es auch dieses Weltuntergangsdrama, dieses... Sie lässt jetzt die Ultra-Bestien frei und die Welt wird untergehen. Sowas muss halt an dieser Stelle einfach hin und nicht. Oh, ein Turm. Oh, ein N oben drauf. Oh, es wird jetzt... Er wird jetzt damit wegfliegen und wird irgendwas vereinen und da irgendwie eine mystische Zauberkraft machen. Oh, gehen wir mal den C-Kram holen, das Gegenstück dazu. Naja, ist halt irgendwie ein bisschen lasch. Finde ich. Ist ein bisschen, hätte ein bisschen intensiver sein sollen. So, sehen wir uns im nächsten Part wieder auf Route 4. Bis dahin habt noch eine angenehme Fassige Zeit. Gehabt euch wohl. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Abo dalassen, falls ihr neu seid. Das nächste Video nicht verpassen wollt. Habt noch eine angenehme Fassige Zeit. Bis zum nächsten Part. Gehabt euch wohl und haut drinne. Man sieht sich im nächsten Video von Pokémon Weiß. Hier im Schnee, in der Schneelandschaft im Sommer. Naja, mach hier noch so einen kurzen Eindruck, hier einmal umgucken, bevor wir auf Route 4 gehen. Ja, dann würde ich mal sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Adios.